Geht's da irgendwo weiter, oder? Nee. Ja. Achso. Also hier ist Jump'n'Run, ne? Kannst du überspringen. Dann geht's hier hin. Hier kommen wir hier runter von Jos, vom Rand kannst du es nicht sehen. Ja, wir haben schon geguckt, also Loot Crates und so gibt's ja noch nicht. Also das ist noch ein Arbeit, die Hürde, glaube ich. Achso. Der Bereich. Du meinst von hier hoch, oder was? Ja, da hoch und dann kannst du... Direkt würde ich das nicht machen, unbedingt. Sisir, lass das mal bitte. Ich guck doch nur. Famous last word. Ich guck doch nur. Oh, da ist Lava. Oh, ich bin tot. Ich hab mir nur mal die Lava angeguckt. Also die netten Homies bauen bei unserer alten Base letzte Staffel. Okay. Und wie weit sind die so? Haben die alles zugebaut schon? Ich habe jetzt nur das Tor gesehen da vorne. Also. Alter. Lassen Sie dir. Willst du jetzt rüber oder nicht? Nein! Du hast hier den Rückwärtsgang eingelegt. Ich dachte, wir rennen da alle auf einmal rüber. Nee. Das funktioniert nicht. Ich hab's geschafft. Angeber. Ja, wir bräuchten an sich nur ein bisschen Sprengstoff, ey, dann könnten wir die jetzt alle raiden. Gunpowder müsste genug durchlaufen. C4 würde ja auch schon reichen, die werden wahrscheinlich noch keine Turrets haben. Ja, Crusader baut hier oben. Wo? Koordinaten. Ja, da. Und ihr wart doch unter der einen Landbrücke. Ja. Beziehungsweise ihr wart auf der Seite, wo der Spino lag. Mhm. Gegenüber auf der Seite, da geht's auch hoch, da bauen die. Ich weiß nicht, wo gegenüber der Seite ja. ist. Ja. Im Norden, auf der Nordinsel im Norden. Sag da einfach mal die Koordinaten an. Moment. Können wir uns das eintragen? Wie weit. Naja, gut, ich meine, kommt da wahrscheinlich jetzt eh nicht durch, wir brauchen Sprengstoff. Bei. 38, 69. Haben die da stehen? Die haben drei Alus haben die da stehen. Warte, ich flieg nochmal drüber. Achso. Ja, und schau mal, ob man da vielleicht so das Tier vielleicht draußen stehen, ob man da so ran könnte. Wäre sein, dass sie die noch nicht eingebaut haben. Wow. Also du meinst die Tiere wegsnacken? Ja, dann Tiere wegsnacken und wieder weg. Eine Turret auf dem Dach, drei Alus, die stehen draußen. Und zwei Pelikane. Sind die Pelikane auch draußen? Naja, die sind aber hinter der Base, die sind geschützt. Und die Alus? Und die stehen vor der Base. Ja, die können wir also killen Stein, sozusagen. Oder? Die haben nur Stein momentan, aber die haben eine Turret schon auf dem Dach. Vielleicht mal gucken könnte, wie es mit Gunpowder aussieht und so. Du bist heiß drauf, Gammy, oder? Kuselos. Ja. Ich muss dazu sagen, Gammy hat früher bei Imperium gespielt. Ja, und ganz früh. Fragst du Maulwurf und allen, das lange, lange her, seit wir zusammen gespielt haben. Oh ja, das stimmt. Bei unserer Insel vorne ist ein 110er Spino. Bei unserer Insel auf der Seite? Unserer Insel raus, Richtung, also den Kanal raus, bei der Brücke, auf der linken kleinen Insel da, ist ein 110er Spino. Wollte mal stolz. Es hört nicht auf, fett zu sein, die Höhle, oder? Nee. Ich hab alles eingebaut, was es auch auf Island gibt. Zu dem so ein Raid verbindet. Kennst dein Gegenüber nur richtig, wenn du mit ihm geradet hast. So, hier ist kein Loot Crate, hier könnte einer sein. Dann weiter oben. Das sind Dungeon. Hatte ich vorhin auch schon eingesehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, irgendwie sind hier so wenig Viecher. Ich hätte ja gern ein paar mehr Viecher gehabt zum Killen. So, hier ist ein Loot Crate. Scheiße. Soll man nicht den Dungeon mitnehmen? Kannst du machen. Ich hab schon T-Bag, scheiße. Der Dungbeetle war dann schlecht, ja. Jo, Sabertooth Sattel, 50 Rüstung. Ja, ist doch gut. Der ist verbuggt. Kein Blueprint. Oh, es hat gelaggt, kein Wunder.
Okay, das war's hiermit gewesen. Also ich wüsste nicht, wo jetzt noch Lootcrate in der Nähe ist. André, ich konnte nur 1900 Polymer mitnehmen. Okay. Ja, besser als nichts. Das ist schon mal gut. Ist denn nicht auch irgendwo wieder rum? Irgendwas an die haben, was einmal. Ob sind Replicator. Ich würde gerne mal bei Crusaders vorbeischauen und die Viecher vor der Base killen, einfach aus Prinzip. Das bringt auch gut XP bestimmt, die sind schon hochgelevelt. Oh, ja. Ihr müsst ein Tor aufmachen. Das kann man nicht. Also lässt sich nicht dein Tor ist doch nur 1 zu 4, oder? Wie bitte? Ich mach einen Grinder jetzt. Ein Steintor ist 1 zu 4, oder? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Ein Steintor ist 1 zu 4. Ja. 1 zu 4. Sehr schön zu dir. Ja, ich meine, ohne was aufzuspringen, also was ohne Sprengstoff ist halt schwer. Ja, der lässt sich nicht füttern, der Dungeetle. Dann ist er aggro. Aber C4 herstellen müssen wir doch bald relativ easy machen können, oder? Ein einziges werden wir doch hinkriegen. Das ist dann nur ein bisschen Zement, ein bisschen Metall. Gunpowder haben wir doch 700, 800 Stück locker. Ist jemand in der Base gerade? Wandert jo, jetzt ich gerade. Ja, mir wandert jetzt echt alles kurz. Warte mal. Zwei. Dort, dort. Ja, wir haben alle Hauptspots. Gibt's ja noch ein paar andere Höhlen hier drin, aber da habe ich noch keine Loot-Trick-Base gesehen drin. Ja, da wie halten die aus? Achso, 290, alles klar. Und 260, alles klar. Aber die hätte man nicht tamen können, ne? Also, das geht nicht. Fehlt doch einer, aber das Beam ist weg, ne? Ja. Ist Beam oben? Beam ist immer oben? Ne, ich wollte jetzt, ich bin immer noch in dieser, Blasenhöhle. Sind wir dann nach unten? Da unten. Ah, ich sehe dich, ah, okay. So. Also, ich mach mal 8C4. Machst du? Okay. Den Detonator hab ich schon gebaut, ne? Der liegt schon drin. Sehr gut. Was haltet ihr davon, wenn wir in 30 Minuten eine kleine Slow-Mo-Pause von 15 Minuten machen? Das klingt super. Also, sagen wir mal 20.30 Uhr. Ich pause das mal. Da verstecke ich mich aber vom Maulwurf diesmal. Kann ich mal was essen? Ja. Wie weit ist denn der kleine T-Rex? Der ist schon fertig. Ich glaube, die Dungeetle sind irgendwie buggy, also die lassen sich nicht füttern. Du kannst in der Höhle nicht tame, irgendwie. Weil du ja auch so hohe Level hast, Viecher. Ja, das stimmt. Sonst könnte sie ja ein Level 300 Dungeetle tame. So gut, wir können jetzt einfach hier den Wasserfall runterspringen. Das geht schneller. Oh. Aber aufpassen wegen Fallschaden, lieber abspringen dann. Geronimo! Yeah. Boah. So, das war die Führungstour-Höhle. An dieser Stelle mal vielen Dank an Gemmi, der hat das nämlich entdeckt, als erstes. Und dann hatten wir uns das alles in Ruhe mal angeguckt hier. Also mit ein bisschen Glück, ich meine gut, hey, wir haben jetzt zwei Beilinge, die kacke sind, aber hätten ja Glück haben können, aber immerhin der Rüstung 50. Ein Sabertooth-Sattel mit 50 Rüstungen, das ist besser als nicht. Kann hier unter Wasser was sein? Ja, unter Wasser ist unter anderem ein Unterwasserzugang. Und es ist noch viel, viel größer, aber da kommen wir jetzt nicht hin. Wir hatten ja dann die Idee, dass wir hier im Wasser einen Moos abhaken mit Turrets drauf. Weil das ist hier so ein bisschen der Knotenpunkt und dann könnte man das quasi protecten, falls die andere Spieler auf die Idee kommt, die Artefakte mitzunehmen. Und da unten im Wasser dann einfach ein Moser mit Turrets. Das wäre fett. Ich würde hier oben nochmal schauen, vielleicht ist der Loot Crate jetzt da. Wäre auch nett, wenn ihr kurz vorne warten könnt. Jetzt ist das Wasser gekommen.
Okay. Achso, hier seid ihr. Achso. Warte mal, hier muss ich mal eben einen Screenshot machen, das sieht einfach zu gut aus. Da hinten ist gerade einer mit dem Fallschirm ins Wasser gesprungen. Ja, das war ich. Oh. Ich hatte einen Treiber-Crash. Ein Bug hier geradeaus auf den Felsen zu, da oben ist der Felsen. Hier geradeaus auf den Felsen zu. Ja, da laufen ganz viele in die falsche Richtung. Egal. Wir wollen Richtung Meer, Richtung Insel wieder. Oh. Ah, Sidia läuft falsch vor. Ist das Richtung nach Hause oder was? Ja, wir wollen ja nochmal auf die eine Insel da. Ja, wir können auch gerne Crusaders schnell noch vorbei gucken. Die Dinos killen. Was für Viecher hatten die da? Zwei, drei ja. Alus und zwei. Alus, was war denn das nochmal? Das ist eine falsche Sache. Die neuen, die zwischen Kano und T-Rex sind. Die Slow-Viecher. Alles klar. Aber die würde ich gerne killen. Welches Level waren die denn gewesen, Simon? Irgendwas mit 170. Weil dieses Slope ist, dann hat der hat auch nur den der Alpha dann, oder? Ja. Den. Ja, also wir müssen nur einen schnell töten, dann wenn das Dreier waren, dann ist der Buff nicht mehr da. Keine Stamina mehr. Ja, wollen wir so machen, einer guckt Inselweg an Kylo und der Rest macht mal zu Crusaders und versucht mal die Viecher zu killen. Oder irgendjemand von der Pelikan-Truppe oder so tamt an Kylo und wir machen alle zu Crusaders, also wir jetzt hier unterwegs sind. Aber wir brauchen doch einen Ankylo, oder? Wär's besser. Würde ich mal schätzen. Wäre cool, wenn der Pelikan-Flieger noch das C4 vorbeibringen könnte, bevor er zum Flieg. Bisschen Foundations. Bugs Ryan, wie sieht's denn aus? Ich hab einen neuen Hai besorgt. Wo soll ich was hinbringen? Hier ist ein Spieler am Strand. Rechts von uns. Implantat! Alter, was ist dies? Wow. F. Hier sind Foundations von die Prinzessinnen. Also die sind wahrscheinlich auch hier irgendwo im Baum. Welcher Drive waren das gewesen? Keine Zeit gehabt zum Gucken, ne? BEV. Kingdom war das. Kingdom. Kingdom? Oh, hier ist eine Base, hier ist eine Base. Wo ist hier? Weiter den Strand entlang, links von mir. Okay. Lassen wir vorbeigucken. Wer ist das? Das sind Stein. Die Prinzessinnen, das sind die. Alles klar. Da haben wir schon ein paar Implantate. Also ich hab C4 und einen Detonator, wo soll der hin? Zum Totenkopfinsel. Ja, zum Totenkopfinsel, genau. Gut, ich glaube nicht, vorhin kommen die Prinzessinnen vielleicht. Nee, sollen wir nicht. Da links ist ein Spalt, man könnte da eventuell durch. Ja, du kannst dich auch mit der Grappling Hook, kannst du dich da bestimmt auch rein hieven. Denk dran, dass du irgendwie gesagt hast, dass in 20 Minuten Pause ist, ne? Gut. Ja, wir haben noch 15 Minuten Zeit. Das Tor ist offen. Das Tor ist echt offen. Schnell rein, Leute, das Tor ist offen. Da liegt jemand. Ja, tötet ihn. Ja, es leckt aber. Haben. Julian Bam, das ist der Leader. Julian Bam! Oh Mann. Oh, der wird sauer. Die haben die Tür offen gelassen. Warte, ich loot ihn eben. Pass auf, Gammy. Ich hab schon. In der Tat hab ich schon. Okay. Jetzt wieder kommt zurück, ist nichts mehr. Ist das alles? Scheint so, aber das Tor ist hier schon aufgesprengt. Die muss irgendwie ja schon gewesen sein. Achso. Hatten die nicht vorhin was im Chat geschrieben von wegen, dass da irgendwer von wegen wollte uns jetzt nochmal unseren Plantag holen?
Die 15 Minuten reichen noch für Crusader eben? Ja. Lasst mal am Strand lang laufen, damit wir Ryan uns findet. Mhm. Also flieg einfach am Strand lang. Richtung Süden. Klopfen, ne? Jetzt dort in der Nähe, wo Beam von Dodorex getötet wurde. Oh, das Wort wird jetzt ewig den Namen haben, oder? Wir sind jetzt, ich bin jetzt beim grünen Beam. Genau, der grüne Beam. Ja, genau. Dann bin ich bei euch. Ich fliege über den grünen Beacon mal schnell. Ja, ich sehe euch. Ryanair bringt immer pünktlich ihre Fracht. Spann ihn nicht an allen Ecken und Enden. Alter. Oh, Gimmi, was hast du denn da gelootet? Nur Glas, hatte ich doch da. Wäre vielleicht noch ein Implantat drin. Ryanair, ey, nice. So, diesmal werde ich nicht mehr das Sniper drauf schießen. Ja, mal gucken, vielleicht doch. Da ist Hai. Spieler drauf. Ja. Das ist Bugs. Och Mann, schade. Mann, du kannst. Bugs. Da kommt ein hässlicher Rex mit Brille. Alter. Naja, das stimmt sowieso gleich, das seht ihr. Der läuft bestimmt gleich gegen einen Baum. Seht ihr, weißt du jetzt, wie wir da hinkommen zu dem Crusader-Spot? Ich hoffe. Ich bin da in der Nähe, ich kann da nicht hochgehen. Das wäre super. Ja, ich meine, so viel Muni werden die in dem Turret auch noch nicht drin haben. Vielleicht können wir ja ein bisschen mehr reisen. Müssen wir uns mal angucken. Ja, die haben nur eine Turret, also mit drei T-Rexen wird die so schnell leer geschossen. Also. Ja, wenn die auf Omni-Spieler sind. Okay. Unsere Rüstung ist ja noch ziemlich lame. Schön mit dem Kopf nach oben gucken, Kamera nach oben, dann schützt der T-Rex-Kopf den Spieler, wenn du gerade stehst. Oh, ich bin über euch. Was ist über uns? Wer sind die hier? Moment, ich brauch Stamina. Ja, ein bisschen müssen wir noch. Müssen wir jetzt hier links oder? Wann war die Pause? Sonst kommen die einfach hinter den Rexen nicht hinterher. Die Pause ist in 10 Minuten. Okay. So, also die bauen. Das könnte noch knapp werden. Ja, ich würde sagen, sollen wir nicht hier warten irgendwo und dann gleich zu starten? Ja, lass doch jetzt hin. Ja? Okay. Ja, dann auch schnell, Kolle. Ja, ihr müsst hier ein Stück am Strand liegen. Ich meine, ich muss schauen, wo es hier hochgeht. Ah, hier rechts. Hier rechts? Das, wir sind links. Beziehungsweise ja. Ihr seid links. Links hoch. Hier nochmal hoch. Glaub ich richtig? Hier oder was? Moment, ich sehe euch noch. Ja, du. Da. Da ist dieser Felsen. Ja, ich zieh dir rechts hoch. Ja, komm, folg mir. Hier rechts. Zieh direkt. Stamina. Warte nochmal. Achso. Okay. Stamina Ricken. Wie weit ist es noch? Ich glaube hier links. Immer weit. Bist du soweit? Ich bin soweit. Hat jeder genug Stamina? Gemmi? Jo, aber könntet ihr auch noch Schlafsack geben, schnell setzen hier vorne. Gute Idee. Mhm. Ah, da oben sind die Tore. Ist da noch ein Gate dazwischen, zwischen den denen und den Viechern, oder? Ein Gate, ja. Alles klar. Ja. Hier weiter hoch. Rechts halten.
geradeaus. Nach vorne ist Tor. Ah, ich bin schon ein bisschen nervös. Da springt einer ab im Fallschirm. Vor der Base ist einer im Fallschirm. Können wir rein oder? Können wir den erreichen? Ja, glaube ich. Dann schnell drauf. Ich renne. Guck, guck, vielleicht will er durchs Tor und dann können wir durchs Tor laufen. Okay, jetzt haben sie mehr Tore gesetzt. Zwei Tore. Drauf! Oh, leck! Ist er noch hier? Der ist hier hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir! Gemmi bei dir? Genau. Gemmi mit dem Kanu drauf, genau, sehr gut. Nice. So, ich spreng. Nehm das Implantat mit, ich spreng das Tor auf. Zwei Tore, dann seid ihr bei den Alos. Habt ihr den genug? Ja, eins weiter. Jetzt kann sagen, wir werden jetzt. Alles gut. Okay, rein. Pass auf, dass ihr nicht ineinander reinrennt und so, ne? Achtung, alle über zusammen. Dir ist ein Vogel. Alle zusammen, alle zusammen. Oh, die haben mehrere Tourists, die haben vier Tourists. Ja, wissen die uns da? Jetzt. Ja, dann, oh, die werden nicht so viel Muni haben. Go. Wir haben auch einen T-Rex. Auf die Viecher drauf. Der hat einen Raketenwerfer, aufpassen. Ich bin schon dran. Oh, der Alpha ist an mir. Au, oh, der schießt auf mich. Kann nicht wenden. Ein Alu ist runter. Achtung, Raketenwerfer zieht auf Maulwurfen. Ja, ich kann gerade mich nicht bewegen. Okay, ich muss weg, ich bin sonst tot. Ich auch. Ich hab Knochenbruch. Hab den Alusaurus, bin auch weg. Komm nicht weg. Wow. Ich häng fest. Boah, die haben schon Raketenwerfer, wie krass. Boah, ich sterbe. Weg, Leute. Ich lebe dazu, ja. Ihr müsst die Dinos retten irgendwie. Mau, kannst du das notfalls machen? Wie? Wegfallen, oder? Jo. Ich muss Rüstung anziehen. Runterspringen oder nicht? Verpisst euch. Die sind schon zu gut aufgestellt und die Turrets. Ja, alles auch schon passt. Der Überraschungseffekt war natürlich weg, indem wir den einen Typen gekillt haben. Ja, beide. Aber egal, wir haben auf jeden Fall. Was ist mit Rexen vor jetzt hier nochmal rein? Xilia, lass mal schnell die beiden Rexen hier remoten. Okay. Bleib mal stehen. Oder laufen. Ja, wir müssen in 5 Minuten müssen wir zu Hause sein, weil. Da ist ein Pedi hinter dir, ja? Den kannst du bolern, ne? Ja, die Viecher kannst du bolern, yo. Okay, bleib mal stehen. Sag Bescheid, wenn da was ist. Seid ihr noch da oben? Nein, wir sind runtergesprungen. Alles klar. Ah, den einen Spieler, den wir da geknechtet haben, war das wenigstens ein cooles Eindruck gewesen. Wahrscheinlich, oder? Du bist wieder voll. Jo, danke. Alter, das war haarscharf gewesen. Ich hatte noch 30 Leben. X-Farbi, GG, Crusader. Mich hatten zwei Raketen getroffen. Ein Alu haben wir gekillt. Ein? Ja, den Alu hab ich gekillt, was hier. Dazu muss man sagen, für die das noch nicht wissen, diese Alusaurus-Viecher, die haben eine ganz spezielle Mechanik. Und zwar, wenn man drei von denen hat, wird einer von denen zum Alpha. Und der macht dann ein bisschen mehr Damage. Hat dann noch so einen roten Schweif, der hat auch gerade eben auf mich draufgehauen. Und slowed. Und das ist ziemlich dolle. Kenny, ich glaube, du hast meine ganzen Sachen genommen, oder? Nö, ich hab die nicht, die musst du haben. Ich weiß auch nicht, wo die hin sind. Achso, ja. 100. Ich hab sie. Lol. Ja, wollte gerade sagen, ich hab drauf geachtet. Okay, dann Richtung Heimat, ne? Ja, wir haben jetzt nichts verloren, oder? Nö. Nee. Hat denn jemand gelootet, den Spieler? Der müsste irgendeinen Rex im Inventar haben. Pelikan kommt wieder. Ja, lass da schnell nach Hause, weil sonst sind wir hier in der Pause. Einfach zurück jetzt. Ja, ich bin gleich zurück. Ja, wir müssen hier in der Richtung, wo ich bin. Dadurch, dass wir den Spieler gekillt haben und alle zu Hause waren, weil wir ja gesagt haben, Pause gleich, war das natürlich denkbar ungünstig. Wenn da jetzt noch 2-3 Leute zu Hause gewesen wären, hätten wir da bestimmt die Viecher gut killen können. Wobei, da wären nicht alle zu Hause gewesen. Aber gut, ein Alusaurus tot, einer ist runtergefallen ins Loch. Ja. Ich wäre da auch beinahe runtergesprungen, ey. Ich hab da echt ein bisschen Panik bekommen. Die haben mich auch richtig gut gestummt, also ich wäre da auch was gebrochen. Ja, der Wendekreis und den Rex, der im Moment war nicht gut.
Ja, ich war auch die ganze Zeit gestunt und dann noch kurz vorm Ende, bevor der Rest aufgegangen ist, bin ich runtergesprungen. Ja. Ja. Das ist voll faszinierend, mal, dein Körper steht hier hinten noch beim Bronto, ne? Bei mir in der Luft. Also okay. ich würde ja lieber sagen, wir haben jetzt ja ein paar Vögel, wir scouten dann mal und suchen uns erstmal vielleicht ein anderes Ziel. Mit C4 kommen wir wahrscheinlich momentan fast nur überall rein, denke ich. Ja. Krasse Action. War trotzdem irgendwie cool gewesen. Es war kurz und war kurz aufregend. So, Mann. Wie sieht's denn aus? Noch ein einziges Tor wird hier hinstellen? Ich kann's so nicht hören. Alter! Oh, wenn das mal nicht geil aussieht. Hammer! Ich liebe die Glasmetallbot. André, schön! Boden. Sieht schon echt fett aus. Alter. Whee! Ah, so schön. Soll ich eine Turret machen? Vor allem mit den Bergen jetzt da hinten. Ja.